Citroën war ja schon immer bekannt für sein extravagantes Design und seine innovative Technik. Denken Sie nur mal an die legendäre Göttin DS, die schon in den 60er Jahren mit Kurvenlicht fuhr. Heute nehmen wir uns im ADAC-Test das jüngste Mitglied der Citroën-Familie unter die Lupe, nämlich den Citroën C3, 95 VTI exklusiv. Der neue Citroën C3 präsentiert sich sportlich elegant mit großem Kühlergrill und wuchtigen Scheinwerfern. Chromapplikationen sorgen für einen noblen Auftritt. Der Wagen wirkt durch seine runden Formen wie aus einem Guss. Das eher langweilige und biedere Citroën-Design der 80er und 90er Jahre ist längst vergessen. Das Design des neuen C3 ist also alles andere als langweilig. Doch wie sieht es mit dem Motor aus? Unser Testwagen wird von einem Vierzylinder-Benzinmotor angetrieben mit 95 PS, 1,4 Liter Hubraum und einem maximalen Drehmoment von 136 Newtonmeter. Sie kennen den Motor vielleicht, er stammt aus einer Zusammenarbeit mit BMW und ist gleichzeitig im Mini verbaut. Aber jetzt genug der Zahlen, wir machen uns jetzt einen ersten Fahreindruck. Insgesamt fährt der neue Citroën C3 recht ausgewogen und im Innenraum ist es dank verbesserter Dämmmaterialien richtig leise. Schön ist zum Beispiel die weit nach hinten gezogene Frontscheibe, die einem fast ein Cabrio-Feeling vermittelt. Der Motor läuft insgesamt kultiviert. Allerdings, wenn ich mehr Leistung will, muss ich in die oberen Drehzahlen und dann kann er auch recht laut werden. Das Fahrwerk ist komfortabel, steckt auch Unebenheiten gut weg. Lediglich die Lenkung fällt negativ auf. Sie hat insgesamt zu wenig Rückmeldung und ist zu leichtgängig. Auch beim ADAC-Ausweichtest schlägt sich der neue C3 wacker. Dank serienmäßigen ESP gibt es bei plötzlichen Lastwechselreaktionen keine Probleme. Der Bremsweg aus 100 km/h ist mit 40 Metern jedoch zu lange. Auch im Innenraum ist der neue Citroën deutlich erwachsener geworden. Die Materialien sind hochwertig, das Design stimmt, ist fast avantgardistisch, klare Linien, aber auch markant. Insgesamt macht alles einen sehr gehobenen Eindruck. Die Platzverhältnisse sind gerade für Fahrer und Beifahrer sehr gut, hinten allerdings wird es wesentlich enger. Das Kofferraumvolumen haben wir im ADAC-Test mit 260 Liter gemessen. Ein durchschnittlicher Wert. Legt man die Sitze um, werden 527 Liter daraus. Bei der ADAC-Rundumsichtmessung ist der Citroën C3 durch die breite B- und C-Säule nur Mittelmaß. Im ADAC-Eco-Test haben wir beim Citroën C3 VTI 95 exklusiv einen Verbrauch von 6,1 Liter super auf 100 Kilometer gemessen. Ein zufriedenstellender Wert. Der CO2-Ausstoß liegt bei 143 Gramm pro Kilometer. Damit erreicht der kleine Citroën 3 von 5 Sternen im ADAC-Eco-Test. Mit dem C3 ist Citroën tatsächlich ein toller Kleinwagen gelungen. Und der hebt sich durch besondere Details, wie die Panoramascheibe zum Beispiel, auch wohltuend von der Konkurrenz ab. In der Basisversion kostet er 12.700 Euro, dann allerdings nur mit dem 60 PS-Benziner. Unser Testwagen kommt leicht über 20.000 Euro. Und dann ist er natürlich kein Schnäppchen mehr. Aber es war schon immer etwas Besonderes, einen Citroën zu fahren. Wenn Sie mehr über den Citroën C3 95 VTI exklusiv und andere Fahrzeuge im ADAC-Test erfahren wollen, dann schauen Sie einfach ins Internet unter www.adac.de.